Hallöchen, Freunde, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Perle der Simulationskunst. Und zwar nennt sich dieses gute Stück Mountainbike Downhill Simulator. Ja, dieses Juwel gibt's auf Steam für unverschämte 8 Euro. Die Bewertungen habe ich mir mal durchgelesen, die sind durch die Bank schlecht. Also es kommt selten vor, dass man so eine durchgängig schlechte Bewertung für ein Spiel sieht wie bei diesem Werk hier. Aber das hat mir gesagt, es könnte relativ lustig werden, mal ein kleines Video davon zu kreieren und hoffen wir mal das Beste. Wir choosen mal ein Level. Guck mal, wie angestrengt der schon schaut. Mein Leben steht auf dem Spiel! So, ja, wie bei den meisten Simulationsvideos ohne Facecam, da kann ich endlich mal wieder nackig vorm PC sitzen. So, gut, wir haben die Auswahl zwischen 15 Levels und ja, bisher ist nur Level 1 zu spielen. Gut, dann wollen wir mal. Okay, wir drücken W, um zu fahren, A, um links zu lenken, D, um rechts zu lenken. Das dürfte auch das Motto dieses Spiels sein, lerne lenken, ohne zu denken. Okay, Space, um zu bremsen und bla 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 bla, Checkpoint und Enter für Slow Motion. Das ist ja ein richtig geiles Feature. Jetzt verstehe ich, warum das Spiel so teuer ist. Also, bei dem geilen Features. So, wir starten und fahren erstmal hier, ne, wie Oma am Sonntagsausflug, langsam. Nicht so schnell! Nicht so schnell. Ist das jetzt ein Scherz? Hört ihr die Geräusche? Was? Use Keys 1, 2 und 5 on the numeric keypad to control the position of the driver. Ja, lass mich doch mal fahren. Hör mit deinen Textboxen hier auf. Das interessiert mich nicht. Man hört keine Geräusche des Fahrrades. Man hört nur Vogelgezwitscher. Sonst nichts. Und ab und zu mal ein Klicken. Das ist wohl die Gangschaltung. Oh Gott. Okay, was ist das da vorne? Hä? Collect parts and unlock new bikes and close. Press P to continue. Alter, lass mich fahren. Hör auf mit deinen blöden Textboxen permanent. Ich werde hier andauernd ausgebremst. Okay. Ah. Wood Evo. Kann ich das jetzt hier... Nee, es wird schon wieder ausgeblendet. Wenn ihr gerade denkt, was ist denn das für ein Scheiß, macht euch keine Sorgen. Ich denke gerade dasselbe. Oh mein Gott. Ich hoffe, hier kommt gleich irgendein Waldschrat auf uns zu. Oder wir kollidieren mit einem Reh oder dem Slenderman. Hauptsache, es ist gleich vorbei. Nee, wir kollidieren mit einem Baum. Das ist auch gut. Aber trotzdem können wir nicht umfallen. Guckt euch mal den linken Arm an. Das ist ein Gummiarm. Das ist sehr unnatürlich. Sieht nicht gesund aus. Okay. Und was war das? Oh, ein neuer Rahmen für das Fahrrad. Das wird ja wahrscheinlich dem Ganzen eine völlig neue Dimension verleihen. Und das Spiel wird gleich absolut episch werden. Ich bin ganz, ganz sicher. So. Ja, wir fahren mal durch die Gegend. Das ist alles extrem spannend hier. So, wir sind gerade wieder mit einem Baum zusammengestoßen. Gleich kommt der Förster und scheißt uns hier zusammen, warum wir hier, wie nennt man das? Waldfrevel begehen. Warum wir hier die Natur so stören in ihrer Naturseinerei. Was rede ich für ein Blödsinn? Okay, mir hat es schon das halbe Gehirn aufgelöst. Von diesem atemberaubenden Sound und dieser geilen Grafik. Okay, ich sag mal so, die Grafik ist jetzt für Unity Engine, kann man nicht meckern, aber das war's auch schon. Der Rest sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Alter, wir können doch nicht mal vom Fahrrad fallen. Jetzt hängen wir hier im Baum fest. Ganz groß. Kann man rückwärts fahren? Nee, wir können nur runterfahren. Also es ist unmöglich, in diesem Spiel sich auf die Nase zu legen. Schade eigentlich. Hätte ich gern mal gemacht. Gut, fahren wir mal. Atsch! Warum sind hier überall Bäume in diesem Wald? Mann, kann ich jetzt zurückfahren? Nee, okay. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich wieder auf der Strecke bin. Es geht nichts mehr. Es geht nichts mehr, Freunde. Okay, wir gehen ins Hauptmenü zurück. Wir müssen nochmal neu starten. Muss ich mir merken, also wenn wir an einem Baum festhängen, ist Feierabend, dann haben wir keine Chance mehr, hier weiterzukommen. Ja, ich drücke Level 1. Fang schon an, Mensch. Hallo.
Okay, man muss gefühlte 15 Mal auf den Button klicken, damit das Level überhaupt mal startet. Ha! Was ein Juwel! Ja, och nö, jetzt kommen diese Infoboxen schon wieder. Man sollte das nach einmal eigentlich wissen. Die Programmierer halten einen wohl für blöd. Naja, ey, nicht Offroad. Schön auf der Strecke bleiben. So. Ja, wir haben tolle Trikots. Das bringt mir alles nichts. Ich möchte ins Ziel kommen. Das Lustige ist auch, hier läuft keine Uhr mit. Ich weiß gar nicht, fahre ich gegen die Uhr oder fahre ich einfach nur hier durch die Gegend und versuche ins Ziel zu kommen. Also ich sag mal so, selbst der Moped-Simulator, der wirklich schon, naja, nicht naja, unter aller Kanone war, der hatte wenigstens noch eine Uhr, die mitgelaufen ist. Und es gab auch Gegner, gegen die man gewinnen musste. Hier gibt's ja gar nichts. Toll, aber bunte Rahmen für das Fahrrad. Aber keine Gegner zum Beispiel und vor allem keine Geräusche. Außer Vogelgezwitscher. Alter Verwalter. Okay, jetzt Vorsicht, nicht von der Strecke abkommen. Der spannendste Augenblick des ganzen Spiels. Und ich sag's nochmal, 15 Levels gibt's in diesem Spiel. Wir sind hier im ersten. Ich weiß nicht, ob es jemals ein menschliches Wesen gab, das bisher wirklich die Geduld aufgebracht hat, bis Level 15 zu spielen. Ich hab so meine Zweifel. Vielleicht die Programmierer selbst, aber ich glaube, selbst die haben irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Ups. Schade, dass es keine Credits gibt. Sonst könnte man die Leute, die dafür verantwortlich sind, mal immerhin öffentlich anprangern. Alter! Ne, okay. Uiuiui, langsam. Langsam. Eieieiei. Okay. Ja, geballte Action hier im Wald. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht hängen bleiben. Bitte nicht hängen bleiben. Ganz ruhig, mein Freund. Mein junger Partner. Oh nee! Das kann doch nicht euer Ernst sein! Ich häng fest! Ich kann doch nicht rückwärts fahren. Das ist das Lustige an dem Spiel. Ach nee, ach so. Irgendwie, ich habe gerade eine Taste gedrückt und dann können wir wieder auf die Strecke. Ich weiß aber nicht mehr, in welche Taste. Ich habe mal spaßeshalber alles gedrückt. Was ist das hier? Gibt's hier Erfrischungen? Hi. Oh, Level completed! Klasse! Back to menu. Ich hab mein neues Lieblingsspiel. So, Level 2 ist freigeschaltet. Jetzt kann's nur noch bergauf gehen. Verstehst du den Wortwitz bergauf? Mountainbike? Okay, Entschuldigung. Ich werde schon wieder unsachlich. Die Simulationsfreunde werden gleich wieder negative Bewertungen vergeben. Und sich darüber mokieren, dass der Herr Daddel das Spiel nicht ordentlich spielt. Ihr habt ja so recht. Was war das? Ja, ich weiß, dass es verschiedene Rahmen für das blöde Fahrrad gibt, aber ich weiß nicht mal, wie ich die auswählen kann. Die werden mir hier einfach angezeigt. Ich verstehe es nicht. Was ist das hier? Was ist jetzt los? Meine Gummiarme schlackern gemütlich durch den Forst, aber ich weiß gerade nicht, was hier abgeht. Könntest du mal diese blöde Textbox ausblenden? Alter, ist das scheiße. Ich glaube, mit R kommen wir wieder zu unserer Ausgangsposition, falls wir mal irgendwie stecken bleiben. Mhm. Ja, hier sind überall Absperrungen. Oh Gott. Oh mein fucking Gott. Also ich hatte wenig Erwartungen an dieses Spiel. Ich gebe es ja zu. Sehr wenig nach diesen Bewertungen auf Steam, aber das setzt dem Ganzen ja hier noch die Krone auf. Leute, hier kommt man ja gar nicht durch. Guckt euch das an. Ich bleib hier ständig an diesen komischen Bändern hängen. So, langsam. Ich kann auch nicht abbremsen irgendwie, habe ich den Eindruck. Ich kann nur schnell fahren und das war's schon. Okay. So, und wenn wir stecken bleiben, sind wir ziemlich gearscht. Und wenn wir in diese Absperrung fahren, in diese komischen Bänder hier, dann kommen wir überhaupt nicht weiter. Jetzt hängen wir hier am Felsen fest. Felsenfest, hieß nicht so ein Level in Donkey Kong Country 3? Ich glaube ja, okay.
Das einzig Gute, wir können uns wieder auf den Hauptweg respawnen lassen. Aber hört euch das an, es gibt hier keinerlei Geräusche in diesem Spiel. Außer Vogelgezwitscher und ein ab und zues Klicken, was auch immer das sein soll, keine Ahnung. Ach komm, 8 Euro. Normal sollte jeder Spieler 8 Euro bekommen, der überhaupt sich bereit erklärt, das zu spielen. Wie wär's denn damit, liebe Programmierer? Ah, ich will nicht wissen, was die Entwickler mit diesem Spiel verdient haben. Allein aufgrund der Tatsache, dass hier Simulator vorne dran steht. Denn alles, wo Simulator dran steht, das verkauft sich halt richtig gut. Ist halt so. Und ich hatte schon viele schlechte Simulatoren, aber das ist ja fast noch schlimmer als der New York Taxi Simulator. Und das will schon was heißen, Freunde. Den konnte man wenigstens noch halbwegs steuern, aber das ist ja ein All-Time-Low. Ein Allzeit-Tief. Nichts funktioniert hier! Und blend deine blöden, verpissten Rahmen endlich mal aus, da auf der linken Seite. Ich weiß, dass es hier verschiedene Rahmen für dieses abgefuckte Fahrrad gibt. Es interessiert mich ein Dreck. Blend den Scheiß aus. Ich kann es nicht mehr ausblenden. Alter Verwalter. Also ich glaube, selbst im Vollsuff kann man hier nichts Positives abgewinnen. Ich weiß, wovon ich rede. So, gut. Jetzt fahre ich Offroad. Ich glaube, es geht sogar schneller. Rückwärts. Ja, ist klar. Uiuiuiuiui. Freunde, ich verspreche euch, ihr habt es gleich geschafft. Denn ich habe auch nicht mehr lange Lust hier drauf. Oh mein Gott. Also der zeigt uns hier links irgendwelche besseren Räder und Rahmen für das Fahrrad an. Aber ich kann es nicht anwählen hier. Und angeblich kann ich mit Enter eine Slow-Mo abrufen. Das funktioniert genauso wenig. Nichts funktioniert hier. Nicht mal der Sound, außer das lustige Vogelgezwitscher. Das ist sehr beruhigend. Aber normal hätte man hier eine Action-Musik wenigstens, ne? So E-Gitarren-Sound und ja, die Geräusche des Rades auf dem Waldweg. Aber nichts. Man hört hier ein friedliches Vogelgezwitscher. Ich komme mir vor wie in einem Walt Disney-Film. Der pure Friede, obwohl wir hier alles wegbügeln. Was zur Hölle ist das für ein Scheiß? Jetzt hänge ich schon wieder in so einem Scheißbaum fest. Ah. Ich gebe euch den Link in die Videobeschreibung. Ich glaube zwar kaum, dass einer von euch sich das runterladen wird, aber klickt mal drauf. Ihr kommt wirklich auf eine offizielle Steam-Seite. Nicht, dass ihr denkt, ich verarsche euch. Das Spiel kostet wirklich so viel, wie ich gesagt habe. Es ist kein Witz. Und seid froh, dass das hier ohne Facecam gerade vor sich geht. Ihr würdet nur sehen, wie ich hier kopfschüttelnd vor dem Bildschirm sitze und kaum glauben kann, was hier passiert. Ich schaffe ja nicht mal das zweite Level, weil hier alles so scheiße zu spielen ist. Die Steuerung ist der letzte Dreck. Ich habe, oh, so ein Spiel mit so einer schlechten Steuerung hatte ich noch nie gehabt. Wir können doch nicht mal bremsen. Wir können nur Gas geben. Also, ne, in die Pedale treten, sagen wir es mal so. Mann! Und hier fahren wir automatisch so schnell, dass wir gar nicht mehr die Chance haben, hier abzubiegen. Ich versuche jetzt hier zu bremsen mit allen Mitteln, die ich habe. Es sind nicht viele, aber ich versuche alles zu drücken und zu machen und nichts funktioniert. Nichts! Und diese blöde Einblendung links, die geht nicht mehr weg. Ah, ich wünsche euch die Pest an den Hals, Entwickler. Verdienen sich hier eine goldene Nase wahrscheinlich mit diesem Spiel. Ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es, ja, schön, schön, schön. Dagegen ist der New York Taxi Simulator das absolute Juwel noch. Okay. Hey, guck mal, so weit bin ich wie jetzt. Bin ich noch gar nicht gekommen. Uff. Ja, meine Gummiarme schlackern gemütlich durch den frischen Morgenwind. Alter.
Oh, bitte, bitte. Bitte fahren, ja. Und erstmal wieder eine Brücke. Mal schauen, ob wir das zweite Level noch schaffen. Ich denke ja, ein Zeitlimit gibt es hier nicht. Es gibt keine Gegner, es gibt keine Zeitlimit. Es gibt keine Motivation überhaupt hier durch die Gegend zu fahren. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, jetzt sind wir hier in so einer Bretterbude. Es gibt keine Zuschauer. Wir fahren hier völlig für uns allein. Oh Gott, das wird... Mach, dass es aufhört. Okay. Weil ich so ein netter Bursche bin, gucken wir nochmal ins Level 3 hinein. Oh nee, ich sehe hier schon wieder diese Absperrungen. Was soll diese komische Musik hier? Oh! Na, wo sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt im Hexenwald angelangt? Oh, schon wieder ein Trikot. Ja, ich weiß, es gibt verschiedene Trikots. Blende diesen Scheiß aus. Bitte nicht noch einmal. Wir sind jetzt im gemeinen Hexenwald. Okay. Ein Gewitter tobt. Und wir hängen fest. Natürlich. Nichts mehr möglich. Wir fangen von vorne an. Ah. Freunde, was für eine Motivation gibt es eigentlich, das hier komplett durchzuspielen? Wenn hier eine Zeit laufen würde, könnte man noch vielleicht einen Highscore irgendwie erfahren und den vielleicht hochladen in so eine Online-Highscore-Liste. Aber nichts gibt's hier! Das Spiel hat keine Daseinsberechtigung. Nicht wirklich. Ah. Okay. Ist es gleich vorbei. Ah, mein Kopf tut weh. Und jetzt sind schon wieder hier links die Rahmen eingeblendet. Und das scheint ein Bug im Spiel zu sein. Die werden auch nicht mehr ausgeblendet. Die Trikots, die werden wenigstens noch ausgeblendet. Die Rahmen aber nicht mehr. Die bleiben jetzt für den Rest des Levels hier eingeblendet. Leck mich doch am Ärmel. Am Gummiärmel hier, ne? Wenn wir mal die schönen Arme hier sehen. Nee, Freunde. Nee. Also ich bin ja sehr, sehr sattelfest. Also in den 7 Jahren, in denen ich hier Let's Plays auf YouTube mache, habe ich schon so einiges geschafft. Aber selbst vom New York Taxi Simulator habe ich mehrere Parts gemacht. Aber ich habe gerade dermaßen Kopfschmerzen. Und ich sitze hier mit einem Gefühl, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Ich möchte nicht mehr auf diesem Planeten leben vor dem Bildschirm. Und... deswegen denke ich, wir und ihr und ich haben genug gesehen. Ich habe übrigens auch mal in der Testaufnahme auf Shop geklickt. Wenn wir auf Shop klicken, beendet sich das Spiel einfach. Also es öffnet sich kein Shop, weil es keinen gibt. Freunde, das war der kongeniale Mountainbike-Simulator. Ich gehe jetzt kalt duschen und dann eine Runde ins Bettchen und ganz leise für mich weinen. Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!